Servus und grüß euch auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Die Völker stehen kurz vor der letzten Ernte, vom letzten Abschleudern. Dann geht es bei mir Schlag auf Schlag, das heißt auffüttern, behandeln und so weiter. Ich fütter grundsätzlich mit Futterzargen. Warum, wieso und welche Tipps ich da für euch habe, bleibt gerne dabei. Kurzes Intro wie gewohnt und dann legen wir auch gleich wieder los. Auffüttern kann man ja mit verschiedensten Werkzeugen, Möglichkeiten haben wir da, wie es in dem Kreis ohne Ende. Die wahrscheinlich kostengünstigste Variante ist der Kübel. Man befüllt das Ganze einfach mit Schwimmhilfe und stellt es dann anschließend in eine Leerzeuge. Oder man nimmt eine Futtertasche. Ich habe hier jetzt Äste drin, damit die Bienen auch wieder besser rauskommen und nicht in der Tasche ertrinken. Wenn ihr eine Futtertasche kauft, empfehle ich euch die aus Kunststoff, und zwar die in gerillt ist. Damit können die Bienen an der Seitenwand wunderbar raussteigen. Ich verwende die bei der Mini Plus, gibt es aber auch für Zander oder in groß gibt es die auch. Aber warum verwende ich eigentlich nur noch, so bei der Mini Plus nutze ich Futtertaschen, ansonsten nutze ich nur noch Futterzangen. Und warum? Das hat einen einfachen Hintergrund. Meine Wirtschaftsvölker kriegen nach der Honigernte pauschal die Hälfte ihres Futterbedarfs. Die Hälfte hört sich vielleicht jetzt etwas viel an, aber mit dieser Methode könnt ihr einfach eure zukünftige Generation der Winterbiene schonen. Die Arbeit muss noch die alte Sommerbiene erledigen, die einfach demnächst sowieso sterben muss. Dadurch eben im ersten Schritt die Hälfte eingefüttert wird bei mir, gefällt mir das mit der Futtertasche nicht. Ich müsste dann 3, 4, 5 Mal nachfüttern, also nachkippen. Jedes Mal öffnen heißt Bienen stören. Jedes Mal öffnen heißt, es ertrinken Bienen in der Futtertasche beim Nachfüllen. Wenn ich hier nachfülle, habe ich keinen Bienenkontakt. Die Bienen sind durch das Gitter vom Futter getrennt. Natürlich gibt es auch hier Unterschiede. Die Holzvariante hat ein Fassungsvermögen von 10 Liter, die Nikot-Variante 7 Liter, genau, in die Nikot-Futterzarge gehen 7 Liter rein. Das Tolle aber auch an der Futterzarge von Nikot, die kann auch als Bienenflucht verwendet werden. Also kauft ihr da ein Gerät, was ihr zweimal einsetzen könnt. Und einen kleinen Manko hat die Futterzarge. Wie man das beheben, das zeige ich euch jetzt. Und zwar die Nikot-Futterzarge links und rechts, so kleine Einbuchtungen, die, wenn man es ordentlich auf die Zarge stellt, natürlich richtig abschließen, aber normalerweise schließt er wirklich sehr gut ab. Nur mir ist es schon passiert, ich habe einen Blechdeckel draufgesetzt, beim Draufsetzen ist mir das Ganze verrutscht und habe hier eine kleine Lücke erzeugt. Da konnten Bienen raus, aber natürlich auch rein. Und ich sag mal, so schnell hat man eine Räuberei geschaffen, die eigentlich nicht sein hätte müssen. Deswegen habe ich mir da zwei Hölzchen zugeschnitten und die klebe ich jetzt noch schnell rein. Einfach mit Heißkleber eine kleine Spur gezogen und kann uns nichts mehr passieren. Gegenüber machen wir das auch noch. Im unteren Bereich, das anschließende Durchgang für die Bienenwirt, sind noch die restlichen Zubehörteile für den Fütterer zum Rausbrechen. Einmal zwei runde Deckel und 4 Schieber. Die runden Deckel sind dazu da, man könnte hier und hier aufbrechen und das Volk von oben her mit Futterteig füttern.
Und wenn ihr das Ganze wieder für Flüssigfutter verwenden möchtet, einfach mit dem Deckel verschließen. Das brauche ich nicht, weil ich drehe dann einfach die Futterzeuge um und lege den Futterteig direkt aufs Bienenvolk drauf. Die vier Schieber haben zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal hier seht ihr den schmalen Bereich. Da kann die Biene nicht raus in die Futterzeuge. Wenn du den großen Bereich einstellst, da kann die Biene durch. Also jetzt hier könnt ihr nachfüllen und die Biene hat keinen Kontakt zum Futter. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn sie sagt, sie möchte nur einmal auffüttern und dann so anschließend die Biene das restliche Futter gleich oder die Futterzeuge gleich sauber putzen, dann könnt ihr das auf die große Variante einstellen, damit einfach die Biene dann anschließend auch gleich in die Kammer rein kann. Die Schieber setzt dann quasi 1, 2, 3, 4 mal ein. Entweder eben die große Variante oder die kleine Variante. Die Bienen krabbeln dann hier hoch, gehen in die Vorkammer, können aber bei der kleinen Variante dann nicht mehr weiter. Nicht wundern, die originalen Schieber sind natürlich braun. Den habe ich mir bei einem Bienenpapa gekauft, da ich ein paar verloren hatte. Ich kann euch natürlich das Ganze unten verlinken. Beim Futter muss ich sagen, da bin ich dann eher ein bisschen faul. Ich mische mir das Ganze nicht an. Ich kaufe das. Ich habe jetzt jahrelang mit Apien Wert eingefüttert, mit die 28 Kilo Packen. 28 Kilo, genau 20 Liter ist in einem Pack. Aber dadurch, ich jetzt immer mehr benötige, habe ich natürlich mit zu packen auch Müll, den ich generiere, die Kartonagen, die Folie. Und das wollte ich jetzt nicht mehr. Bin deswegen dieses Jahr das erste Mal auf den Ruby-Zucker vom Bienenruck umgestiegen. Das sind jetzt 500 Kilo und das Schöne ist, das ist ein Lebensmittel-IBC. Den kann ich anschließend entweder selber noch gebrauchen oder ich werde ihn wieder verkaufen. Das muss ich mir noch überlegen. Ich habe auch noch Reserven vom Apienwert, habe noch einige Reserven. Bin ganz froh und glücklich darum. Die Preise sind ja da wirklich beim Futter auch massiv gestiegen. Man steigt ja immer noch. Also ob es Gläser sind, ob es Rähmchen. Irre, wie der ganze Preis, aber ist egal welches, es ist ja in anderen Gewerken genauso, die Preise sind zurzeit ja überhaupt nicht mehr so stabil, da macht ja jeder was er will und zahlen tut man dann erst meistens, wenn man es dann wirklich hat. Anderes Thema, wie gesagt, ich bin jetzt umgestiegen, werden wir dann noch einen passenden Hahn davor bauen, sprich wenn es sein sollte, dass hier der Hahn bricht, warum auch immer, hätte ich ja dann quasi vorne offen und mir würde alles rauslaufen. Ich werde mir dazwischen noch einen zweiten Hahn an den IBC bauen, dass da nichts passieren kann. Und wird dieses Jahr komplett die Völker, also fast komplett, natürlich verbrauche ich jetzt noch meine Reserven vom Apienwert. Ich lagere das alles kühl und dunkel. Dann habe ich auch keine Probleme, ist mir noch nie ein schlecht worden, auch wenn es schon mal ein Jahr abgelaufen ist. Das, wenn, wie gesagt, kühl und dunkel gelagert wird, habe ich persönlich noch nie Probleme damit. Wie auch hier, das wird nachher das Tor wieder zugeschoben, dann ist das da drin immer schön dunkel und auch so mal angenehm kühl. Wer weiterhin auch keine Tipps mehr verpassen möchte, ihr wisst, da hilft nur eins, abonnieren, die Glocke drücken. Das war's von mir. Ich hoffe, für euch war wieder was Interessantes für eure Imkerei dabei. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Vorbeischauen. Pfiat euch und ein anderes Mal.